Ich würde sagen, viele DozentInnen sind sich des Problems ja durchaus bewusst, erleben das ja immer. Also auch mir geht es so, dass ich durchaus wahrnehme, dass Studierende Schwierigkeiten mit der Sprache haben, mit dem Deutschen. Und ich dann oft gar nicht genau weiß, wie ich damit umgehen kann. Denn unsere Materialien sind ja mit einem bestimmten Sprachniveau ausgestaltet worden. Und auch unsere Vorträge. Und es gibt auch nicht so viel Zeit. Also man arbeitet ja auch oft in einer gewissen Hektik, weil man dann Themen durchbringen möchte. Aber ich glaube, die Frage könnte man vielleicht so formulieren, was könnten DozentInnen tun? Und da weiß ich von einigen KollegInnen, dass sie Zusatzmaterialien zur Verfügung stellen. Ich habe es zum Beispiel so versucht, dass die Studierenden sich vorbereiten konnten auf die Themen, indem sie sie in anderen Sprachen gelesen haben vorher. Und da gibt es auch eine Studie, die an der Uni Duisburg-Essen durchgeführt worden ist von McElveny und anderen. Die haben das zwar bezogen auf Schule durchgeführt, aber man kann das auf die Hochschule übertragen. Sie haben nämlich untersucht, ob die Aneignung des deutschsprachigen Fachwortschatzes besser gelingt, wenn die SchülerInnen über die Texte, nicht die Texte, die Themen vorher etwas gelesen hatten. Und da hat man durchaus feststellen können, auch wenn die Lehrenden diese Sprachen nicht beherrschen, wenn sie den SchülerInnen vorher Texte zur Verfügung stellen können, in deren gut beherrschten Sprachen zum Unterrichtsthema, ganz unabhängig davon, welches Thema, dann gelingt die Aneignung des Fachwortschatzes, des deutschsprachigen, besser. Also das heißt, das wäre zum Beispiel eine Strategie. Da würde ich sagen, dass die Vortragenden möglichst segmentiert sprechen sollten. Also da wäre zum Beispiel das dialektale Sprechen oder sagen wir mal das Dialekt angehauchte. Also ausschließlich dialektal würde ja niemand vortragen, denke ich. Aber das Dialekt angehauchte, was vielleicht im Alltag selbstverständlich ist, wäre in einer solchen Vorlesung zu reduzieren, meiner Meinung nach. Also man sollte standardnah sprechen, man sollte segmentiert sprechen. Das heißt, dass man die Wörter nicht allzu stark zusammenzieht, damit sie erkennbar bleiben, damit der Input gut verstehbar gestaltet wird. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt, denn eine kleine Befragung von Masterstudierenden unseres Faches DAFDAT hat auch gezeigt, dass die Studierenden mit Dialektnamen sprechen Schwierigkeiten haben und dass sie das auch bei den DozentInnen wahrnehmen. Also sicherlich würden die DozentInnen von sich nicht behaupten, dass sie im Dialekt oder dialektnah sprechen. Ich glaube, das geschieht unbewusst. Ja? Und da meine ich, dass daran gearbeitet werden muss. Denn wenn da geringe Abweichungen auch sind in der Aussprache eines Wortes, ist das für Personen, die mit diesem Dialektstandard-Kontinuum, mit dem wir es ja zu tun haben, nicht vertraut sind, schon auch schwer zu verstehen. Was ich selber als angenehm erlebt habe, ist auch, dass Hörfragen vorher formuliert werden. Dass also die Studierenden nicht so sehr schwimmen in dem Vortrag, sondern dass sie versuchen, etwas rauszuhören. Das können ganz einfache Fragen sein. Also Studierende können auch, wenn sie etwas vortragen, vorher solche Fragen formulieren. Zum Beispiel, mit welcher Methode wurde in der Untersuchung, die ich jetzt vorstelle, gearbeitet? Das heißt, da können dann die Studierenden, die zuhören, aktiver zuhören, als wenn sie so relativ ungesteuert aus dem Input etwas entnehmen müssen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die DozentInnen auf jeden Fall sehr deutlich die Anforderungen klären. Also was erwarten Sie im Hinblick auf die grobe Textstruktur? Was erwarten Sie im Hinblick auf die sprachliche Gestaltung? Und da auch einige Möglichkeiten nennen, zum Beispiel, wo man etwas nachschlagen kann, wenn man nicht sicher ist. Unabhängig von den zusätzlichen Möglichkeiten, außerhalb der Lehrveranstaltungen unterstützt zu werden, die es auch geben sollte.
Also ich denke, das ist nicht nur eine Aufgabe der einzelnen DozentInnen, sondern es muss dafür ein Unterstützungssystem geben. Das haben wir hier an der Universität Wien auch. Also wir haben studentische TutorInnen zum Beispiel, die Studierende im Verfassen der Hausarbeiten unterstützen. Und es wird auch bald ein Zusatzcurriculum geben, damit sie auch eine Ausbildung genießen können. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also ich glaube, das hängt auch ein bisschen vom Fach ab, wie man die Beurteilungen gestalten kann, unter Berücksichtigung verschiedener Sprachstände in der Unterrichtssprache. Es gibt auch im englischsprachigen Diskurs sehr interessante, auch differenziert ausgearbeitete Modelle. Wenn man eine Hausarbeit zum Beispiel hat von Studierenden, die man beurteilen soll, dann merkt man ja relativ schnell, dass die Studierenden diese Sprache noch nicht in dem Niveau beherrschen, was erwartet wird. Dann gibt es verschiedene Lesehaltungen, die ausgearbeitet worden sind. Zum Beispiel das kosmopolitische Lesen, was ich total spannend finde. Das heißt, dass man Abweichungen vom Standard als eine Art Gestaltung dieser Sprache ansieht und nicht unbedingt als Fehler, solange das Verständnis nicht gefährdet ist. Das heißt, wenn also das Verständnis des Geschriebenen nicht gefährdet ist, würde man dann keinen Punkt abziehen. Ja? Ich denke, man muss das mit den Studierenden vorher klären, also wofür es Punktabzüge gibt. Allerdings würde ich sagen, ist das sicherlich in Fächern, in denen es um diese Sprache selbst geht, auch ein bisschen schwierig. Da müsste man dann Hilfestellungen anbieten, zum Beispiel für die Textkorrektur, damit keine Punkte abgezogen werden müssen. Denn wenn es gerade darum geht, dass die Studierenden eine bestimmte Sprache sich aneignen sollen und da dann Fehler passieren, dann ist es sicher in manchen Fächern auch sehr schwierig, keine Punkte abzuziehen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was das Ziel dieser Prüfung ist oder der Texte und wie viel Spielraum es da gibt.